Im heutigen Video zeige ich dir meine fertig sanierte Wohnung in Chemnitz. Ich zeige dir die Vorjahr- und Nachher-Bilder und auch die Vorjahr- und Nachher-Kalkulation der Immobilie. Viel Spaß mit diesem Video. Wie ich es in der Vergangenheit gesagt hatte, habe ich bei ein oder anderen Wohnung bei mir in Chemnitz Probleme, sie zu vermieten, weil natürlich in Chemnitz ein höherer Leerstand ist und man bestimmte Wohnungstypen schwierig vermieten kann. Hier habe ich auch wieder eine von diesen schwierig vermietbaren Wohnungstypen, und zwar eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Chemnitz ohne Balkon. Und die ist natürlich sehr, sehr schwer zu vermieten und darum habe ich Leerstand. Der Zustand der Wohnung, der war eigentlich okay und ich habe sie relativ billig geschossen. Trotzdem habe ich sie nicht vermietet bekommen und habe deswegen ein kleines Pilotprojekt gestartet. Ich wollte mal schauen, wie kann ich diese schwierig zu vermietende Wohnung trotzdem gut vermieten, und habe sie deswegen saniert. Ich bin der Meinung, wenn man den Leuten in Chemnitz einen guten Zustand anbietet, ja, also nicht diesen Durchschnittszustand, den man normalerweise hat, sondern hochwertigen Wohnraum mit einer neu sanierten Wohnung, dann bekommt man auch diese Wohnung vermietet, die man sonst sehr schwierig zu vermieten bekommt. Aber als allererstes zeige ich dir mal kurz die Bilder, wie die Wohnung vorher aussah. Ja, die Wohnung hatte ich mit Einbauküche gekauft, allerdings sah die Einbauküche nicht wirklich hübsch aus. Es hingen auch ein paar Kabel raus, der Fliesenspiegel an der Wand war nicht allzu hübsch, naja, und richtig vollständig war sie auch nicht. Du siehst, die Türen, die sehen ziemlich alt aus, es hat noch so alten DDR-Charme mit solchen eingefassten Glasscheiben. Dadurch kommt zwar mehr Licht in die Wohnung, aber richtig schick sieht das trotzdem nicht aus. Das Laminat in der Wohnung war okay, allerdings war das in fast jedem Raum anders, wie du hier sehen kannst, weil immer dort das Laminat erneuert wurde, wo es gerade ein paar Löcher hatte, aber nie gesamthaft. Der Flur insgesamt wäre dunkel, was die Wohnung auch ziemlich klein dunkel gemacht hat. Und das Bad, ja, hier hast du halt ein altes Bahnhofsbad, ein altes Fleischerbad mit, ja, deckenhohen Fliesen, alten Keramiksachen. Das war wirklich nicht mehr so schön. Hier siehst du noch ein Bild vom Schlafzimmer. Das war zwar okay, aber auch das gehörte ja zu der gesamthaften Sanierung dazu. Hier kannst du das Wohnzimmer sehen. Das Laminat, das finde ich nicht mehr ganz so schön, aber da gehört auch der gesamte Eindruck dazu. Normalerweise ist diese Wohnung in vielen Städten, in vielen A- und B-Städten ohne Probleme vermietbar. Das ist normaler Zustand, aber in Chemnitz kannst du einen normalen Zustand bei einem Balkon, bei einer Zwei-Zimmer-Wohnung sehr, sehr schwierig vermieten. Also mussten wir hier Hand anlegen. Hier siehst du nochmal das Haus von außen, also sehr, sehr schön, aber was denn innen drin, war leider nicht mehr so schön. So, dann schauen wir uns als allererstes mal die Kalkulation an, so wie ich die Wohnung damals gekauft habe. Ich habe sie für 31.000 Euro gekauft, also so war zumindest die Verhandlungsbasis. Habe sie damals bar gekauft, weil der Plan war, dass ich die Wohnung bar kaufe und dann später refinanziere, zusammen mit einer anderen Wohnung, um bessere Zinskonditionen bekommen, weil sonst bekommt man bei solchen kleinen Wohnungspreisen immer, ja, einen hohen Zinsaufschlag. Die Wohnung sollte für 4,50 Euro vermietet werden. Dadurch ergab sich eine Bruttorendite von 9,2% und ein monatlicher Cashflow-Überschuss von 20 Euro pro Monat. Die Wohnung hatte zwei Zimmer, 56 Quadratmeter. Ich habe sie off-market gekauft, weil ich noch eine andere Wohnung in dem Haus war und dann über die Eigentümerlisten gegangen bin und somit die Wohnung ohne Makler bekommen habe. Also Kaufnebenkosten waren 1805 Euro. Aber was nützt einem die beste Kalkulation, wenn die Wohnung leer steht und man sie nicht vermietet bekommt? Also habe ich mir Gedanken gemacht, wie kriege ich das Objekt gut vermietet, habe sie dann sanieren wollen. Allerdings hatte ich zu dem Zeitpunkt noch keine Handwerker in Chemnitz, sondern nur in Leipzig, weil ich da ja einen großen Teil meines Bestandes habe, und bin damals über die Plattform Dusa gekommen, um mir dort einen Sanierungsauftrag zusammenzustellen und mir auch Handwerker zu finden. Ich habe mir dort alles zusammengeklickt, bin ungefähr auf Sanierungskosten von 20.000 Euro gekommen und habe den Auftrag darüber vergeben. Ein genaueres Video zu Dusa, wie es auch dir helfen kann, deine Sanierungsprojekte fertigzustellen, verlinke ich dir mal hier. Dort habe ich das ausführlich geschrieben. So, jetzt hatte ich also den Kaufpreis von ungefähr 31.000, hatte noch die Sanierung von 20.000, also hatte ich ungefähr 50.000 bis 55.000 Euro Gesamtinvestitionskosten, und damit bin ich dann zur Bank gegangen, um die Immobilie nachzufinanzieren. Du weißt, ich habe sie hier erstmal bar gekauft, habe also erstmal bar bezahlt, und jetzt habe ich mir von der Bank ein Angebot geben lassen. Die Bank hat mir auch folgendes Angebot gemacht, hier zeige ich dir mal die Konditionen. Ich bin bei einer lokalen Volksbank gelandet und die hat mir insgesamt 55.000 Euro
an Darlehensbetrag angeboten, also den kompletten Kaufpreis plus die Sanierung plus ein bisschen Puffer. Insgesamt ein Zins von 1,6% und eine Tilgung von 2,33%, was dann ungefähr eine Annuität von 4% angeht. Jetzt wirst du vielleicht sagen, oh, eine 4er Annuität, ich kriege heutzutage eine 3,5er, eine 3er Annuität, das ist doch gar nicht so gut. Ja, aber du musst bedenken, erstens hat die Wohnung hier Mindermengenaufschlag und hier ist die komplette Sanierung mit drin. Und demzufolge ist das doch ein ganz gute Zinskonditionen aus meiner Sicht. Und insgesamt war das hier eine Zinsbindung von 10 Jahren. Ja, ich habe dann den Kreditvertrag unterschrieben. Ich musste nochmal extra zur Bank und mir dann die Grundschuld eintragen lassen. Bei den Notartermin für den Kauf hatte ich ja schon ein Weilchen früher. Bin also nochmal zum zweites Mal zur Bank gegangen und dann ging es mit der Sanierung los. Ja, aber leider nicht weiter. Weil dieses Jahr 2021 ist durch Corona, durch die ganzen Lieferengpässe und durch die Handwerkerkapazitäten ein extrem großes Problemjahr geworden, wenn man sanieren will, renovieren, kernsanieren, wie auch immer. Du hast an allen Ecken und Enden hast du Probleme mit den Materialien, mit den Handwerkern, mit den Preisen und so weiter und so fort. Ursprünglich hatten wir gedacht, für die Renovierung der Wohnung brauchen wir 6 Wochen und am Ende sind 6 Monate draus geworden. Wir hatten Probleme, lange Lieferzeiten mit den Heizkörpern. Wir hatten ewig lange Lieferzeiten mit den Türen. Ja? Die haben 4 Monate gedauert, weil ich wollte natürlich auch in der Wohnung etwas Besonderes machen. Ich wollte ein tolles Bad machen, neue Böden machen. Ich wollte schöne Kassettentüren haben, schöne flache Heizkörper, haben eine neue Einbauküche. Ja? Und gerade die Türen, diese Kassettentüren, die haben 4 Monate gedauert Lieferzeit. Das ist wirklich echt krank, was diesen Monat stattfindet oder gesamt dieses Jahr. Also wenn du dieses Jahr renovieren, sanieren willst und du musst aber nicht, dann versuche es vielleicht zu verschieben, bis sich das Ganze wieder ein bisschen normalisiert hat. Nichtsdestotrotz, nach 6 Monaten ist es fertig geworden. Die Wohnung ist jetzt fertig und deswegen zeige ich dir mal die neuen Bilder, weil die ist natürlich richtig, richtig schön geworden. Ja, als allererstes siehst du natürlich mal das Highlight der Wohnung und zwar hier siehst du das Bad. Das war für mich einer der wichtigsten Punkte aus diesem alten Fleischerbad, an diesem alten Bahnhofsbad halt ein richtig schön neues, modernes Bad zu machen mit Boden in der Dusche, das haben wir gemacht. Badmöbel habe ich auch reingestellt, einen Spiegelschrank, einen Unterschrank, neues WC, neues Waschbecken, schöne Fliesen, dass alles schön hell aussieht, natürlich auch Deckenspots, dass es schön hell aussieht. Also das ist wirklich ein riesengroßer Unterschied und das war wirklich das Highlight des Bads. Außerdem kannst du hier den Flur sehen. Du siehst, der Flur ist jetzt schön hell, weil wir auch überall Deckenspots angebaut haben. Die sind sogar schwenkbar, also je nachdem, wo du deine Bilder oder Schränke anbringst, kannst du die Deckenspots genau einstellen. Das Laminat haben wir jetzt durchgängig gemacht. Du hast keine Schwellen mehr drin, hast ein durchgängiges Laminat und das ist natürlich auch sehr, sehr schön. Hier siehst du den Flur nochmal von der anderen Seite und auch wieder der Vergleich. Gegenüber dem alten Flur siehst du jetzt wirklich sehr, sehr schön hell. In der Küche haben wir eine neue Einbauküche eingebaut, wo alle Geräte drin sind. Sowohl ein Backofen, dann ein Geschirrspüler, dann ein Kühlschrank, eine Dunstabzugshaube und viel Stauraum. Außerdem haben wir diesen alten Fliesenspiegel in der Wand weggemacht, haben eine neue Acrylwand dann gemacht, was natürlich auch sehr funktional ist und viel hübscher aussieht. Ja, hier siehst du nochmal ein kleines Bild vom Schlafzimmer. Auch das ist schön geworden mit dem neuen Laminat. Und hier siehst du die neuen Türen. Das sind die, die so lange gedauert haben. Aber du siehst, diese Türen sehen so unglaublich schön aus. Die passen richtig schön zu diesem Altbauscharme, geben der Wohnung einen besonderen Flair. Hier hast du jetzt nochmal das Wohnzimmer. Auch hier haben wir das neue Laminat. Die Heizkörper haben wir natürlich weiß gestrichen, neue Thermostattür angebaut. Neue Türen, Lichter habe ich auch überall angebaut, weil die meisten Leute, denen reicht solche Lichter und dann müssen die nicht immer extra Löcher bohren und kommen damit klar. Du siehst also, die Wohnung sieht jetzt 1000-mal besser aus, hat einen richtig schönen Zustand und damit bin ich natürlich in die Neuvermietung gegangen. Normalerweise sagt man ja, wenn man so eine umfangreiche Renovierung macht, dann kriegst du an jedem Euro, den du investierst, 1 Euro mehr raus an Miete. Das ist leider in Regionen wie Chemnitz nicht so. Du kannst nicht so viel mehr Miete verlangen, dass du es wieder rauskriegst. Das war aber auch gar nicht mein Hauptaugenmerk. Mein Hauptaugenmerk war ja, das Ganze zu renovieren, um die Wohnung überhaupt vermietbar zu bekommen, um überhaupt Mieter zu bekommen. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich jetzt eine höhere Miete verlangt. Vorher war sie inseriert für 4,50 Euro und jetzt war sie inseriert für 5,50 Euro, also für 1 Euro mehr den Quadratmeter, zuzüglich 40 Euro für die Einbauküche. Also insgesamt habe ich jetzt 348 Euro Kaltmiete inseriert,
statt der 252 Euro, was ungefähr 100 Euro mehr pro Monat sind. Ja, und als ich die Anzeige eingeschaltet hat, konnte ich meinen Augen nicht glauben. Direkt am ersten Tag hatte ich 10 Anfragen. Das hört sich jetzt vielleicht für dich in Berlin, Stuttgart, Hamburg, Köln normal an, aber für Chemnitz nicht. In Chemnitz kannst du froh sein, wenn du eine Zwei-Zimmer-Wohnung ohne Balkon, wenn du vielleicht eine Anfrage pro Woche bekommst. Aber hier hatte ich direkt 10 Anfragen am ersten Tag und das war natürlich phänomenal. Ja. Dann hatte ich die Mietinteressenten da. Ich habe 4 Besichtigungen durchgeführt. Nach den 4 Besichtigungen hatte ich direkt auch 2 Zusagen. Die Leute haben mir alle Unterlagen geschickt. Ich hatte auch bessere Mieter, weil du musst auch wissen, wenn du eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Chemnitz hast, die nicht renoviert ist, kriegst du in der Regel auch nur Mieter mit einer schlechteren Bonität oder halt schlechteres Mietklientel, die vielleicht keinen Job haben, die vielleicht beim Jobcenter sind, die vielleicht eine Schufa haben, die eine schlechte Vorvermieterbescheinigung haben. Aber hier habe ich sogar richtig gute Mietinteressenten bekommen. Und demzufolge habe ich einen von diesen Mietinteressenten direkt einziehen lassen zu der gegebenen Miete. Der wollte auch direkt einziehen, weil ich hatte auch keine 3 Monate Leerstand, denn weil er irgendwo eine Wohnung kündigen musste. Natürlich hatte ich davor länger Leerstand, weil ich die Wohnung ja sehr lange renoviert habe. Aber der wollte direkt einziehen, ist dann sogar Mitte September eingezogen. Ich habe sogar für September noch Miete bekommen, sogar 3 Monatskautionen statt nur 2 Monatskautionen, weil ich gesagt habe, hey, alles ist neu mit Einbauküche, da bitte ein bisschen mehr. So, jetzt schauen wir uns doch mal die neue Kalkulation an. Du siehst also in der neuen Kalkulation, die Eckdaten sind ungefähr dieselben, aber anstatt des alten Darlehens oder damals Darlehenhöhe nur vom Kaufpreis, habe ich jetzt natürlich das gesamte Darlehen drin von 55.000 Euro, Zinsen 1,6, Tilgung 2,33 und damit habe ich jetzt einen monatlichen Cashflow-Überschuss von 31 Euro. 31 Euro Cashflow pro Monat hört sich vielleicht nicht viel an, sind aber aufs Jahr 372 Euro und zuzüglich der jährlichen Tilgung von 1.282 bekomme ich einen Vermögenszuwachs pro Jahr von 1.654 Euro. Vorher waren das ungefähr 926 Euro, also habe ich jetzt 72% mehr Vermögenszuwachs durch die neue Kalkulation. Ja. Und trotzdem, natürlich, 31 Euro Cashflow pro Monat sind nicht viel, aber Kleinvieh macht auch Mist. Das Ganze läppert sich, weil wenn man mehreren von solchen Wohnungen hat, ja, wenn du 10 von solchen Wohnungen hast, sind das halt 300 Euro pro Monat. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal meine Vermögensübersicht für das ganze Jahr anschaue, ich mache ja jeden Monat eine Vermögensübersicht, dann siehst du das ziemlich deutlich. So, hier siehst du meine Vermögensübersicht, die ich bisher in diesem Jahr erreicht habe. Bisher habe ich 20.144 Euro monatlichen Überschuss gehabt. Und wenn ich noch die Tilgung dazu rechne, wie ich meine Immobilien dieses Jahr getilgt habe, liege ich jetzt schon bei 66.439, also Stand Ende August. Wenn ich das Ganze jetzt mal hochrechne, also diese Werte durch 8 mal 12 aufs Jahr hochrechne, komme ich auf einen Monatsüberschuss von ungefähr 30.000 Euro für dieses Jahr und einen Vermögenszusatz von ungefähr 99.658, also fast 100.000, nur durch Immobilien nebenbei. Diese Cashflow-Zahlen, die berichte ich jeden Monat auf meinem Blog. Also jeden Monat kannst du genau sehen, was ich mit meinen Immobilien verdiene. Den Link zu meinem Blog packe ich dir mal unter das Video, respektive geh einfach auf vermietertagebuch.com. So, als dann das Fazit zu diesem Projekt muss ich sagen, die Idee mit der Aufwertung, mit der Konsolidierung funktioniert sehr, sehr gut. Erstens mache ich dadurch meinen Leerstand weg. Also ich habe ja gesehen, ich habe sofort viele Mietinteressenten bekommen. Also ich kann meinen Leerstand reduzieren. Außerdem habe ich einen viel höheren Vermögensaufbau, weil ich natürlich mehr Miete bekomme und natürlich auch eine höhere Tilgungsrate habe. Und ich bekomme bessere Mietinteressenten. Das ist der nächste Vorteil. Und natürlich brauche ich auch speziell jetzt für diese Wohnung ein bisschen weniger monatliche Instandhaltungsrücklage, weil ich jetzt ja wirklich alles komplett neu gemacht habe. Da natürlich jetzt erstmal auch ein bisschen Gewährleistung drauf habe und hoffe, dass in Zukunft nicht so schnell wieder was kaputt geht. Nichtsdestotrotz gibt es auch eine kleine negative Seite und das liegt einfach daran, weil ich dieses Jahr saniert habe und dieses Jahr ist wirklich ein riesengroßes Problem, Handwerkerkapazitäten, das ist echt nicht zu unterschätzen, also es dauert alles viel, viel länger und dauert, ja, und kostet am Ende mehr. Nichtsdestotrotz, wenn sich die ganze Situation wieder ein bisschen normalisiert hat und wenn ich mit der Kernsanierung meines Mehrfamilienhauses fertig bin, dann werde ich diese Strategie der Konsolidierung und Aufwertung weiterführen, werde Stück für Stück jede meiner Chemnitzer Wohnungen aufwerten, dadurch dann wirklich, ja, mein Problem mit dem Leerstand lösen und insgesamt ein viel, viel besseres Portfolio haben. Ja.
Was hältst du denn von der ganzen Geschichte? Wie findest du die Wohnung? Was hältst du von der Rechnung? Was hältst du vom Sanieren der Wohnung? Hast du vielleicht selber Erfahrungen gemacht oder hast du Fragen dazu? Schreib es mir gerne in die Kommentare, dann können wir darüber diskutieren. Ich würde mich freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Alexander vom Vermietertagebuch.